It's Death Race Time, meine lieben Freunde! Denn wir müssen noch sehr viele machen. Donner mit deinen Gegnern von den Suburbs zu die Schule runter. Denn leider ist das irgendwie bei den Thrashern so richtig beliebt, dieses Death Race. Und da gibt es noch eine Menge zu machen und die klapper ich jetzt alle ab, weil, boah, die sind anstrengend und nervig. Es kommt halt immer ganz drauf an auf die Challenge. Die letzte war zwar ganz geil, muss ich zugeben. Da kann man nicht meckern. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass jeder so cool sein wird. Deswegen schauen wir uns das... Ei! Und jetzt muss ich vor allem wieder aufpassen, weil wir jetzt hier wieder schön auf irgendwelchen Straßen sind. Okay, der Haslam fällt mir natürlich voll ins Board, der Affe. Hallo! Figure 4 Leglock oder was? Das dürfte wahrscheinlich schon wieder unaufholbar sein, oder? Außer die stürzen auch mal. Krachen in ein Taxi oder so. Yo! Ja, für ein kranker Wichser. Also ich angeblich nach 3 Pushes ist man ja nicht mehr schneller, ne? Aber irgendwie können sie... schon so vor, dass ich immer wieder so einen Schub krieg. Und das bringt mich auch nicht um, wenn ich die ganze Zeit durchpushe. Vorsichtig. Ich habe gerade einen ganz guten Vorsprung. Jetzt kommen hier aber ganz viele Autos. Und wo muss ich jetzt vor allem lang? Autsch! Ja, das war bestimmt nicht gesund. Oh Gott, du sollst nicht grinden, Junge! Oh nein, hab ich mir damit jetzt verkackt? Ja, da hinten ist das Ziel. Oh, komm schon, vielleicht hab ich Glück und ich schaff's noch. Komm schon! Komm schon! Ja, ich hab's noch geschafft. Ganz, 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 ganz knapp vor Sammy. Puh, Glück gehabt. Gott sei Dank, ey. Boah, aber schaut mal, wie viel diese Thrasher Death Race Dinger aber auch geben. Wenn ich da so ein Foto mache, geht das da 3 Balken hoch. Hier gibt es gefühlt 100 hoch. Okay, ja, dann direkt das nächste. Dann klapper ich die jetzt ab, dann habe ich es hinter mir. Weil ich die echt nicht so spannend finde. Konzentriere ich mich doch lieber auf Skaten. Aber gut, ne? Rase mit deinen Gegnern in den Hügel neben dem Megapark hinunter. Ja, wenn es jetzt wirklich nur so ein Park wäre. Auf Straßen, das Racen ist irgendwie nicht so cool. Vielleicht ist das cooler, mal sehen. Und ab dafür. Ah, erstmal Triple Hilfe runter, einfach nur mal was können. Habe ich das Tor jetzt nicht passiert? Oder zählt das trotzdem? Nope. Tut es nicht. Ich muss direkt durchfahren. Okay, da okay. Na, dann weiß ich es ja erst. Ja, jetzt bin ich durch. Okay, da ist noch ein Bürgersteig. Da sollte ich vielleicht auch drüber hüpfen. Sack. Gassenraser sind wir. Alles klar. Oh, schön unterm Schild durch. Was zum Teufel war das? Warum zum Teufel habe ich das getan? Kann ich mir nicht ganz erklären. Naja, wenn wirklich viele Leute mitfahren... Oh! Das ist ja eigentlich irgendwie schon ganz cool, aber... Oh, ich muss... Ich finde das so schlimm, dass man da keine Kulanz hat bei diesen Drecks-Checkpoints, ne?
Die können echt kulant sein, wenn ich direkt daneben fahre. Ich verstehe das Problem nicht. Hau mal ab. Yo, alle stürzen. Und ich mache mit, ist klar. Oh mein Gott, ist das euer Ernst? Darf am Anfang nicht mal stürzen, weil man ansonsten die Challenge nicht... Wenn man nicht mal zum ersten Checkpoint kommt, weil die Zeit so knapp bemessen ist. Oh my goodness! Hau ab! No! Ich bin gerade wirklich hängen geblieben, oh mein Gott. Tor passiert! Ja, das noch... Ja. Lassen wir das mal so stehen. Zum Teufel, warum schmeißt du mich denn da dauernd? Sag mir bitte mal einer. Man ist immer gleich schnell, wenn man nach drei Malen nicht mehr pusht. Arschlecken ist man immer gleich schnell. So, Triple Heel Flip und bitte. Ah, wieder hängen geblieben, anstatt einfach durch. Ah! Schnell drüber geollied. Boah, das war knapp. Ui! Autsch, 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 autsch. Alter, diese Stürze, ne? In der Geschwindigkeit würdest du garantiert nicht mehr auf dem Skateboard steigen. Oh mein Gott, man darf nicht einmal stürzen, ey. Man sonst einfach nicht schafft. Was ist denn das? Das ist nix mit Kulanz hier. Habe ich hier gerade 600 Punkte bekommen für einen Heelflip? Ist aber nett. So, ich mache ein Manual. Und mich schmeißt. Naja, jetzt habe ich wenigstens mal wieder ein bisschen Zeit. Oh, habt ihr den Faceplan da drüben gerade gesehen? Das haben wir jetzt auch gerade einfach nur geschmissen. Schöner Slalom hier den Berg runter. Warum seid ihr schneller als ich eigentlich, ha? Kann mir das mal jemand erklären? Von das Ziel. What the hell? Okay, also ich sehe schon, man darf keinen Fehler machen, das komplette Rennen über. Freaky! Nein, ein Quad ist zu viel. Na, kann ich schon wieder neu starten, ne? Schafft man in 3 Sekunden nicht. Wahnsinn, ey! Darf nicht stürzen. Okay, dann fahre ich jetzt einfach total langweilig. Wisst ihr, ich will wenigstens irgendwie während dem Death Race ein bisschen was auspacken, aber... Wenn man ja überhaupt keinen Fehler machen darf. Wahnsinn, ey. Dann ist es ein bisschen kacke. Come on, gib alles. Jetzt in die Hocke gehen. Jetzt habe ich den nicht wirklich verpasst, oder? Das, boah. Hat doch irgendwie gezählt, wie auch immer. Und jetzt habe ich vermutlich schon wieder so einen Rückstand, dass ich das nicht aufholen kann.
Ach, ich schaff's zum nächsten Checkpoint einfach nicht. Was geht denn? Was geht denn jetzt hier bei diesem Rennen eigentlich ab? Geht mir gerade übelst auf die Eier. So, können wir das jetzt mal schaffen, bitte? Na, ganz kurz ein No-Foot, ey, einfach nur, weil wir es können. Ich musste jetzt gerade irgendwie versuchen, darüber zu hüpfen, weil ich ansonsten den Checkpoint schon wieder nicht durch. Fick dich! Verpiss dich! Man kriegt auch nicht mehr wirklich viel Zeit dazu geaddet. Das ist das Problem. Ah, es war so klar, dass es dem anderen Dude vorhin auch passiert. Schau, dann hat man überhaupt gar keine Zeit mehr. Fickt euch, was soll das? Oh, Mann, ey. Hat Spaß gemacht. Ja, nee, hat's irgendwie nicht, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich ehrlich bin, sondern ist es einfach ein scheiß Rennen gerade. Ja, natürlich. Ich kann die Challenge instant neu starten. Alter, jetzt fährt mir sein Board rein. Was soll denn das? Das ist Schiebung. Das ist Schiebung. Geht weg. Verpisst euch mit eurem Board. Fuck! Zu spät. Halt's Maul, Sammy. So, und jetzt kein einziges Mal stürzen. Auch einfach keine Tricks machen, einfach nur das Ding runterfahren. So blöd das ist. Scheiße! Ich extra so drauf konzentriert, dass es nicht passiert. Oh. Man kriegt so wenig der Zeit dazu geaddet, dass man es gar nicht schaffen kann. Ich kriege immer nur 3 Sekunden. Was soll das? Niemand schafft's in 5 Sekunden doch gar nicht dahinter. Schau, das machen die mit Absicht. Das ist doch nicht fair. Man konnte es gar. Es konnte man gar nicht schaffen. Die adden weniger als es möglich ist. Was soll das? Oh. Dieses Rennen, ey. Das soll ein Rennen sein? Ja, das ist kein Rennen, das ist Hass. Mal nicht gestürzt. Ich nehm's zurück. Ich nehm alles zurück. Ich war, glaube ich, gerade richtig gut dabei. Und auch richtig weit vorne. Fuck. Oh, ist das ärgerlich. Ich fahr auch direkt aufs Schild zu, ne? Und denk gar nicht erst dran, vielleicht rechts oder links dran vorbeizufahren. Tja, okay. Dann bin ich aber auch selber schuld. Was bist du denn für ein Lappen? Oh mein Gott. Ist das euer Ernst? Vor allem die könnten es doch dann auch gar nicht schaffen. Warum haben die Gegner keine Checkpoints und werden eliminiert? So ein richtig schönes Need for Speed-Rennen. So ein Elimination-Rennen. Das wäre mal was. Verpiss dich. Taxi auf. Sind sie gerade wirklich. Sind gerade alle auf die Fresse geflogen? Bis auf Chalmers. Hau ab. Nein, das ist nicht sein Ernst. Das ist nicht sein Ernst. Schaffe ich es ja wieder zeitlich nicht. Zu wenig Zeit.
Das ist eine Frechheit. Ich habe keine Lust mehr auf dieses Rennen gerade. Ich möchte auf jeden Fall jetzt was anderes noch schaffen. Schnauze. Kein Trickbuch. Mal jetzt noch was anderes. Mal jetzt noch ein Foto. Kann ja wohl nicht angehen, ey. Was für ein beschissenes Rennen das war. Puh. Ja, bewege den Linksding nach oben, um aus dem Jetsons, um rauszuspringen. Ja, aber ich drück den, die fucking Kreuztaste. Damit ich eben nicht rausspringe, sondern mich einfach nur nach oben pushe. Aber nö. Was soll ich für eine Gap springen? Hat nicht aufgepasst. Was? Es wäre korrekt gewesen? Es wäre korrekt gewesen? Oh mein Gott, ich habe gerade überhaupt nicht aufgepasst, was ich da tue, aber es wäre richtig gewesen. Ich soll nämlich da tatsächlich grinden. Oh mein Gott, hätte ich jetzt noch einen Flip am Ende gemacht, dann hätte ich das ohne eigentlich richtig hinzugucken geschafft. Oh, ist das ärgerlich. Warum habe ich jetzt die Gap nicht gesprungen? Was ist überhaupt die Gap? Ist doch bestimmt einfach nur darüber hüpfen, oder nicht? Ah, au! Oh, da muss ich gerade schwer schlucken. Alter, voll aufs Kreuz. Es tut mir ja so schon weh, aber so... Oh mein Gott. Nein, das war vor allem ein übelst geiler Blunt-Grind. Der war übernice, der Grind. Na also... Ich glaube, es müsste sogar einer gewesen sein, ne? Na gut, sieht von da unten gar nicht mal so geil aus. Wäre irgendwie im 5-0 auch ganz gut gekommen. Ja, das Foto ist aber bestimmt nicht schlecht. Na, dann ist das Foto nämlich auch abgeschlossen und wir nähern uns auch wieder unserem zweiten Bildchen. Was, hier ist ein Spot? Was? Ich habe mir schon auf den Arm gebrochen. Ich habe meinen ganzen Tag damit verbracht, diese Auffahrten hier rauf und runter zu düsen. Die Kralle. Klingt schon geil. Wo genau soll das jetzt aber sein? Ich würde gerne die Kralle runtergrinden. Okay, das ist, sieht machbar aus. Grinden wir die Kralle. Ich werde es machen. Und ihr seht das Ergebnis im nächsten Part von Skate.